Redo, nochmal, ich habe das mit der Inge gemacht, das schöne Beispiel hier mit der Rose. Pass auf, wir machen eine Trinität. Wir haben eine Rose, dann haben wir eine Lampe, ein Licht und einen Zuschauer, der die Rose anschaut. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir ein bisschen Physik. Das Licht besteht ja physikalisch aus allen Farben gleichzeitig. Das ist das sogenannte weiße Licht. Dieses weiße Licht trifft auf die Oberfläche der Rose. So erklärt es der Physiker. Die Oberfläche der Rose absorbiert alle Farbfrequenzen bis auf die rote Farbe, die wird reflektiert, geht zu dem Auge des Beobachters in das Auge rein und wenn das dann in dem Kopf drin ist, dann sieht er das. Ist physikalisch vollkommen logisch, es ist aber nicht besonders geistreich. Das beginnt nämlich schon, das lateinische Wort Absorption heißt essen, auffressen. Das heißt, die Oberfläche der Rose frisst, isst sämtliche Farben bis auf die rote Farbe, die isst sie nicht. Die spuckt sie aus und reflektiert sie. Der Physiker sagt, die Rose ist rot und rot ist die einzige Farbe, die sie nicht ist. Das ist das, was ist. Darüber diskutiere ich mit keinen Trockennasenaffen. Aber jetzt erweitere ich dieses Beispiel. Wir sagen jetzt, dass dieses weiße Licht nicht nur aus allen Farben besteht, sondern auch aus allen Formen und allen Gerüchen. Also dieses Ganze trifft auf die Rose. Die Rose absorbiert, die frisst, die isst sämtliche Farbfrequenzen bis auf die rote Farbe. Sie isst sämtliche Formen, absorbiert sämtliche Formen bis auf die Rosenform und sämtliche Gerüche bis auf den Rosenduft. Und die rote Farbe wird praktisch abgestoßen, wird reflektiert. Die Rosenform wird abgestoßen, reflektiert. Und der Rosenduft geht in dich rein und darum siehst du eine rote Rose, die nach Rose riecht. Okay? Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir denn diese drei, die jetzt getrennt sind, machen wir mal eins. Ich sage zu dir, es gibt nur das weiße Licht, das bist du, das ist dein Geist. Und jetzt setzen wir symbolisch dafür die Lampe im Projektor. Okay? Wenn du eine rote Rose siehst, die nach Rose duftet, du bist alles, ist die Rose ist alles, du bist alles, bis auf das, was du siehst, was du nicht bist. All das, was du anschaust, bist du nicht. Du wirst jetzt zum Beispiel ein Beispiel von mir und darum siehst du die rote Rose. Du bist immer alle möglichen Wellenformen, aber im Meer selber, im Wasser gibt es keine Wellen, im Wasser drinnen. Die können nur an der Oberfläche einseitig und den Unterschied siehst du an der Oberfläche. Was aber an dem Meer nichts verändert. Das ist eigentlich diese Besonderheit, die du vor dich hinstellst. Das ist wie wenn ein Wellenberg auftaucht. Dieser Wellenberg selber ist ja eine Insel aus Wasser. Und Insel heißt AI. Schreibt sich also AI, Ei heißt nichts. Wieso ist es nichts? Weil das Wasser des Meeres symbolisiert ja unseren Geist. El Hayom. Und wenn ein Wellenberg auftaucht, taucht in dem El Hayom in Gott im Meer eine Insel, eine Schöpfung Gottes, eine Insel aus nichts, aus Wasser auf. Aber was jetzt entsteht, sobald du was raushebst, entsteht ein Dahl und den Unterschied siehst du. Und das Wasser selber ist Energie. Und wenn den Unterschied, wo du magst, und sobald es wieder zusammenfällt, bleibt das Wasser die Energie gleich. Darum heißt es in der Physik, Energie kann nicht vernichtet werden, sie wird nur ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt, weil mit jedem neuen Wellenberg, den du in einer Form auftauchen lässt, hast du das Dahl und den Unterschied kannst du wahrnehmen. Was aber immer, ich mache einfach an meinem Beispiel mit die 200 Gramm rote Gnede. Egal welche Form wir der Gnede geben, es bleibt immer 200 Gramm rote Gnede. Es ändert sich eigentlich nur die Form. Aber die Form als Ding an sich ist eigentlich nichts. Es gibt nur Gnede. Es gibt nur den träumenden Geist. Aus was bestehen die ganzen Sachen, die der Geist, wenn er träumt, in seinen Traum sieht? Du bist jetzt ein träumender Geist. Diese Realität, drum in Physikbüchern, Materie ist nur hochkonzentriertes Licht. Das ist dein Geist selber. Man muss sich komplett gelöst haben, dass unabhängig von dir da außen eine Welt ist. Zweites Gebot halten. Mach dir kein Bild von Gott. Das heißt, mach dir kein Bild von dir selber. Ich bin du. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Das ist ganz wichtig. Und ich betone immer wieder, das heißt nicht, dass du dir jetzt nichts ausdenken darfst. Aber wenn du jetzt an den Mond denkst, der jetzt die ganze Zeit nicht war, nur durch diese Worte, der ist in dir drin. Und du darfst dir den nach außen denken, aber das Bild ist nicht da oben im Himmel, sondern in dir. Mach dir kein Bild von irgendwas. Bild, Bild heißt im Kind, wenn wir das hebräisieren. Beilet, Ilet heißt Kind, Beilet heißt im Kind. Wir können auch lesen Bild, dann Bild,
Bi heißt auf Hebräisch in mir. LD ist eine Lichtöffnung und es heißt gebären. In mir wird etwas geboren. Deutsch-Hebräisch.